Assalamu alaikum und hallo allerseits. Ich möchte euch heute bei meinen Monat Ramadan-Vorbereitung für dieses Jahr mitnehmen, inshallah. Und wir können direkt mit den Vorhaben für dieses Jahr anfangen. Und zwar hat sich sicherlich jeder von euch schon einige Dinge vorgenommen, die er mehr tun möchte. Wie beispielsweise Koran lesen, Dhikr machen, gute Taten oder spenden. Und sicherlich haben sich auch einige Dinge vorgenommen, die sie weniger tun möchten, wie zum Beispiel Serien oder Musik hören. Und genau dafür hat eine Schwester jetzt einen Monat Ramadan-Kalender entwickelt. Für jeden Tag gibt es dort eine Seite und auf der Seite befindet sich dann ein inspirierender Koranvers und auch genug Platz für eben die Vorhaben, die man dann sich jeden Tag stellen kann oder Vorsätze. Und auch zum Beispiel kann man seine rituellen Pflichtgebete, die man schon vollzogen hat, abkreuzen. Und man kann auch, also es gibt genug Platz für zum Beispiel freiwillige Taten, die man sich für den Tag vorgenommen hat oder eben Gedanken, die man niederschreiben möchte. Und ich verlinke euch ihren Instagram-Account einmal in der Infobox und da könnt ihr einfach den gesamten Kalender für kostenlos downloaden. Also wirklich ein wunderschöner Kalender. Das Design gefällt mir auch. Also ist sehr ansprechend, sehr schön gemacht, schlicht, aber gleichzeitig wirklich einfach wunderschön und wirklich auch sehr, sehr praktisch. Ich werde das diesen Monat inshallah auf jeden Fall nutzen. Und die Schwester hat auch etwas für Kinder entwickelt. Und zwar, das mache ich eigentlich schon seit vielen Jahren mit meinen Kindern. Ich packe immer in den Monat Ramadan-Kalender so Kärtchen mit Aufgaben. Und sie hat eben 30 Aufgabenkärtchen entwickelt oder gemacht. Und dazu gibt es auf jedem Kärtchen eben in Schriftform, was sie tun sollen, aber auch als Bild. Und das finde ich wirklich richtig schön. Ich würde es so machen, dass ich das mir in bunt ausdrucke, dann ausschneide und einlaminiere und in eine schöne Kiste tue. Und jeden Tag können sich dann die Kinder ein Kärtchen raussuchen und eben eine schöne, gute Tat vollziehen. Und da wir gerade bei den Kindern sind, zeige ich euch jetzt auch direkt unseren Monat Ramadan-Kalender für unseren Sohn und unsere Tochter. Wir haben es dieses Jahr so gemacht, dass wir nur Süßigkeiten in den Ramadan-Kalender reingetan haben. Und dafür gibt es dann eben ein wirklich schönes Eid-Geschenk mit etwas, was sie sich gewünscht haben. Dann gibt es natürlich Sachen wie Vorbereitungen, wie Frühjahrsputz, das passt jetzt gerade ganz gut, also Fensterputzen und alles, was so immer ansteht oder was Großes ansteht, schon mal vorher erledigen, sodass das nicht immer im Ramadan erledigt werden muss. Und auch Dinge wie Vorkochen oder Vorschneiden von Gemüse, also Paprika, Lauch und allerlei solche Dinge, kann man schon vorschneiden und in Gefrierbeuteln einfrieren und dann ist es schon bereit. Oder Köfte zum Beispiel, wenn ihr gerade Köfte macht, könnt ihr die doppelte Portion machen und nach dem Kochen abkühlen lassen und auch eine Portion einfrieren. Solche Dinge, dann hat man zum Beispiel auch schon ein Iftar bereit und ich denke, das ist ganz praktisch im Monat Ramadan. Zu weiteren Vorbereitungen, was das Innere angeht, habe ich bereits vor 2 Jahren, glaube ich, ein Video gemacht. Das könnt ihr euch auch sehr gerne anschauen. Ich werde es auch nochmal in die Infobox verlinken. Und jetzt würde mich wirklich sehr interessieren, was habt ihr euch so vorgenommen? Was habt ihr für Vorbereitungen für den Monat gemacht? Hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen gesegneten Monat Ramadan. Möge Allah eure Duas und euer Fasten annehmen. Bis bald, inshallah. Tschüss und salamu alaikum.